starten. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie allein am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Moment, was ist hier los? Die Kleine, die heute rankam, wo ist sie? Jodie, was hast du getan? Da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Beyond Two Souls. Leider ist jetzt das Spiel einfach gestartet, ohne dass ich jetzt irgendwas vorher machen konnte. Ich konnte auch leider noch nicht die Musik ausschalten. Ich kann auch meine Maus nicht bewegen. Das ist das nächste Problem. Versuch du mal, ob du die Maus bewegen kannst. Das wäre jetzt ganz doof. Obwohl, nee, du hast einen Controller. Nee, bei dir ist aber Maus und Tastatur. Ich habe einen Controller. Ja. Hallo erstmal zusammen. Ich bin auch dabei in Episode 1. Oh, warte mal. Achso, okay, also ich musste drücken. Dann gucke ich mal kurz etwas nach. So, da sind wir jetzt wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig eingestellt. Ich kann mich hier so ein bisschen umschauen. Der grinst mich hier so komisch an. Gerade konnte ich doch noch was drücken, ja. Okay. Ja, da war gerade ein Symbol. Die Tür, ja. Ist bei dir auch schwarz? Bei mir ist es schwarz. Nee. Okay. Siehst du das jetzt? Ja, das sehe ich, ja. Also ja, wir müssen dazu sagen, Jody. Wir müssen dazu sagen, wir spielen das Ganze zu zweit. Wir haben noch keine Ahnung davon, wer jetzt was ist. Also gut, ich bin anscheinend die Jody. Ich glaube, du kannst es nicht steuern, ne? Ich bin Aiden. Wer auch immer Aiden ist. Ja, also ich weiß es. Ich habe ja mal geguckt, ob das Spiel was für mich ist. Ich muss aber schon sagen, von der Grafik her bin ich gerade schon richtig angetan, ne? Es sah also bei Weitem nicht so aus, wo ich mal reingeguckt habe, ob es was für mich sein könnte oder nicht. Kannst du gedrückt halten? Okay. Muss ich weiter gedrückt halten? Hallo? Hey, du, ich wollte was malen! Ja, du musst es irgendwie bewegen. Kann es sein, dass du da mit der Maus irgendwas mehr bewegen konntest? Nee, aber jetzt kann ich auch nichts mehr bewegen. Das ist ein bisschen doof. Da gedrückt. Ich lasse es jetzt mal. Oder war das nur, damit ich mir das... Was ist denn das für ein Film? Den kenne ich doch bestimmt. Na? Was ich übrigens sehr cool fand... Los jetzt, Jody! Wie heißt denn der? William Defoe, oder? Der Kobold hier von... ja, genau. Spider-Man, genau, dass der die Stimme hat. Nee, nicht nur die Stimme, und wie gesagt, er ist ja auch der Darsteller da, ne? Also, ja, ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Okay, also er sah schon so. Wartet auf uns. Ja. Ja. Und wo ist dieser Nathan? Wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt hinlaufe, ne? Er guckt mich schon so böse an, ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Oh, haben wir noch was Feines zu gucken. So, okay. Also wir werden hier überwacht. Man sollte noch dazu sagen, ich habe die chronologische Reihenfolge gewählt, weil komm, ich mir... Schon, Jody. Ja, halt doch mal kurz die Klappe, ich wollte mal eben was erklären. Oh Gott, guck dir die Pizzakartons hier unten an. Pizzakartons, ja. Wenn ich die jetzt alle gefuttert habe, also sprich die Jody hier, die alle gefuttert haben. Da hätten sie noch mehr. Ja, einer mit einer Pizza drin, glaube ich, aber da kann ich nicht so. Die guckt aber auch sehr traurig, oder? Ich meine, wenn sie. Kannst du die Perspektive drehen irgendwie, dass du anders guckst? Nee, das. Also so kann ich ein bisschen drehen, aber ansonsten. Okay. Macht er das selber. Das ist ein bisschen schade, aber naja, gut. Du quatschst mich doch eh jetzt wieder an, wenn ich hier stehe, oder? Ich will durch die Tür. Ah, verdammt! Ich hab nicht. Hi, Cole! So hey, Al! Ich weiß nicht warum, fertig. Aber das erinnert mich so ein bisschen an The Way Out, irgendwie, wo die ganzen Werte herumliefen. Ja, und der ist fast fertig. Und dann. Hallo, du so halt nackt da durch. Du siehst hübsch aus heute. Wir ignorieren das, wir gucken einfach ich zu dem. Auf dich, aber vielleicht ist das noch wichtig. Warte mal, wo hat die jetzt hingeguckt? Das war so ein Feueralarm, ne? Feueralarm war es ja. Vielleicht will sie den machen oder so, damit sie flüchten kann oder wie. Ja, aber also ich habe gelernt, gerade nach The Cave, habe ich gelernt, dass man wirklich auf alle Sachen gucken muss. Jetzt muss ich dazu sagen, The Cave wird wahrscheinlich erst danach ausgestrahlt. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Ist der auch. Das ist er, ja. Der grüne Kobold. Oh nee, wir warten einfach mal. Es hat ja keiner gesagt, ich soll mich hinsetzen, ne? Also. Doch, die Maus steht da, dass du das machen sollst. Ja, ja, aber die beiden haben nicht gesagt, ja, bitte setz dich, Jody, wir möchten anfangen. Ja, komm, wir sind ja mal nett, ne? Die ist so richtig gelangweilt. Wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone.
Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Eine Heldin-Prinzessin, oder? Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Aber nicht dein Ernst, dass das jetzt der Vater ist, oder? Hey Jody, kannst du mich hören? Schwer zu sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich dich hören kann oder ob das nur Stimmen in meinem Kopf sind. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Ne. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich denen irgendwas offenbaren soll oder so, aber ich sag mal, ja. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Woher soll ich jetzt wissen, was die genommen hat? Guck mal, du hast doch bestimmt total aufgepasst. Welche Karte hat die jetzt genommen? Hat die nicht. Ach hat so. Die nicht die. Ah, du, jetzt bist du gefragt, glaube ich. Was muss ich jetzt machen? Warte mal. Ha. Er ist mein kleiner außerirdischer Freund. Also ich denke, es ist ein außerirdischer Freund. Ach so, ich kann wahrscheinlich da durchgehen, oder? Ist die nicht da in einem anderen Raum? Nein, geh rüber in den anderen Raum und zeig mir die Karte. Verräterin. Ich wollte gerade sagen, du schwebst fast eher. Ja, ich sehe es immer noch. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Es war das Herz. Nein. Das Herz wäre schön, ja. Die Frage ist jetzt nur... Es ist gar kein Herz dabei, das ist dir schon klar, ne? Ich weiß. Kannst du das jetzt machen oder kann sie das? Nee, du musst das machen, aber ich kann nicht irgendwas drücken. Nee. Kannst du noch irgendwas machen? Siehst du die Karte, Jody? Nee, du musst, ich glaube, du musst erstmal raus. Ach so, mit Tab? Nee. Also eben hat da was von Tab gestanden. Ja, zum also Reingehen, aber kannst du nicht irgendwie raus mit B oder sowas? Ich mach mal B. Nee. Ich komme nicht aus der... Ah, mit Y. Y, so, okay. Ich habe vergessen, welche Karte es war. Nein, Die linke. Ja, ist mir schon klar. Aber, ach so, damit... Okay, ich muss mit den Pfeiltasten auswählen, okay. Und kann dann nicht mit Enter drücken. Ach so, nee, da muss ich... Nein, mit 1. Eins. Ich muss die 1 drücken. Nächste Karte. Aller Anfang ist schwer. Okay. Wie heißt du eigentlich? Irgendwas mit A, glaube ich, oder? Ich wollte gerade sagen, Jody, mein kleiner Freund, aber... Was hat sie denn? Ja, es ist groß, es ist eckig, es hat breite Linien. Es ist ein Kobol. Also ich kann ja gleich rausgehen. So. Stehe ich schon drauf, okay. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so gut ist, dass wir den nächste Karte zeigen, ne? Ja, aber, das so perfekt kann es wahrscheinlich nicht. Du kannst. Ja, ach so, ich muss jetzt so. Also, ich probier's mal und guck mal wegen der Reaktion. Also, ich meine, es scheint ihr ja ganz gut zu gehen da, außer dass sie dann wie so eine Ratte im Labor halt gehalten wird, das, was natürlich nicht gut ist. Das alte Symbol für Wasser, okay. Aber die tun ihr anscheinend zumindest noch nichts an. Nee. Ich weiß ja nicht, ob's so bleibt, weißt du? Wirklich gut, Jody. Ich helfe dir schon. Versuch mir mal was anderes. Dass du fliehen kannst. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Ich nicht. Mein Freund, ja. Schwimm mal rüber. Ich schwimm mal rüber. Boah, was war das denn? Du kannst die Frau... Achso, doch jetzt. Also musst du ja auch merken. Wahrscheinlich musst du damit deine Aktion ausführen. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Warum erschreckt die sich jetzt? Ich meine, es geht ja darum, dass wir das beweisen, oder nicht? Du musst aber richtig so die Kraft aufbauen, ne? Du musst vorne gedrückt halten und dann beide Dinger da noch runter. Jetzt, warum macht sie das? Kann ich noch mehr ich machen? Denke mal... Ja, du kannst noch... Oh, cool. Du kannst vom Boden essen. Also wenn ich... Okay, das darf ich nicht machen. Also, du kannst es, aber ich denke mal, theoretisch könntest du auch schon wieder zurückgehen. Ja, ich kann...
Ich habe die Karten mal durcheinander gewürfelt. Ich glaube, die hat keinen Bock mehr. Hau die mal irgendwie über den Kopf oder so. Kann ich die auch bewegen? Ja, die ist doch blau. Das müsstest du eigentlich. Oh, ist das jetzt? Oh. Nee, das geht nicht, das ist fest. Ich wollte sie, die eigentlich Kopf bewegen. Stellen. Nee, er geht automatisch auf was anderes. Es tut mir leid, aber mir reicht's. Nein, okay, bleib hier. Okay, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Sie Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Ein Moment, ja? Ganz ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt Nein, aufhören. Nein, ich will... Lass das, Aiden. Du sollst nichts anfassen. Aiden? Okay, Jody, Schatz. Das Experiment ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Wie clever Skin. Das Experiment. Ja. Sie und Prozent der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. Achso. Nicht gespielter Weg. Ja, ja, das siehst du? Die anderen wollten sie nämlich in Ruhe lassen. Aber nein, du konntest ja wieder nicht aufhören, ne? Und jetzt wird über meinen Account wird jetzt behauptet, dass ich das gewesen bin.